Im Casal de Cultura sind auch die drei bronzenen Stierköpfe zu besichtigen, die im Jahre 1894 ausgegraben worden sind und der spätalaiotischen Epoche zwischen dem 5. und 2. Jahrhundert vor Christi zugerechnet werden. Die Originale der Tierköpfe befinden sich in Madrid, während sich die Costichers mit Kopien abfinden müssen. Im Naturwissenschaftlichen Museum sind auf einer Fläche von 500 Quadratmetern mehr als 5000 Exponate aus Fauna und Flora ausgestellt. Das Spektrum reicht von Wirbel- und Säugetieren, wie beispielsweise Wildschweine und Pfauen, über Insekten und Schalentiere, die normalerweise im Meer zu Hause sind. Wenn es sie auch in den Sumpfgebieten der Albufera und dem Salobrar immer seltener gibt, in Costitz gibt es sie noch ausgestopft, die Rosa Flamingos. An der Wand des Museums hängen die großen Panzer von Meeresschildkröten, die einst unter Wasser lebten und nun Ausstellungsstücke geworden sind. Man kann das weiße Käuzchen, einen selten gewordenen Nachtvogel, der sich besonders gerne in den Wäldern aufhält, bestaunen. Den Wiedehopf dagegen gibt es in wenig bewohnten Gegenden noch häufiger. Besonders beeindruckend ist die Sammlung der Schmetterlinge, die größtenteils aus Kolumbien stammen. Es ist nicht jedermanns Sache, Tiere ausgestopft und präpariert zu betrachten. Doch viele der dort ausgestellten Tierarten sind ausgestorben. Hoffen wir, dass wir eines Tages nicht viele der vom Aussterben bedrohten Tiergattungen nur noch im Museum sehen können. Das Naturwissenschaftliche Museum in Costitx ist dienstags bis freitags von 9 bis 13 Uhr sowie an jedem zweiten und vierten Samstag und Sonntag des Monats geöffnet.